Kleiner Nachtrag zum Video mit den Auflegern, in dem vor allem Alex immer wieder vorgeworfen wurde, er habe aufgelegt. Alex kam heute natürlich auch wieder durch. Und was soll ich sagen, er wurde auch heute wieder aus der Leitung gekickt. Doch dann passiert etwas, das man nicht nur bei Alex, sondern eigentlich bei jedem Dauergewinner leider viel zu selten erlebt. Aber schauen Sie selbst. Oh, das ging schnell. Das ging schnell. Wer ist am Telefon? Hier ist Alex nochmal. Alex, welches Tier? Pinguin, ihr schmeißt mich aber auch immer raus im Moment. Eben schon wieder. Wir haben gestern das mal nachgeprüft mit der Technik, ne? Das war gestern nicht bei uns, tatsächlich nicht. Sondern ich du musst. Ich bin irgendwo auf dem Weg auch gewesen. Du musst, aber gestern irgendwo bei dir auf den Knopf gekommen sein, tatsächlich. Nee, bin ich nicht, klar. Aber es kann ja auch mal irgendwo in der Leitung irgendwas geklappt werden. Passiert ja mal, ne? Aber eben bin ich definitiv rausgedrückt worden, also. Ja, bei diesen schnellen Hop-Button- und Feierrunden, ne? Wenn du da gewinnst und dann rausfliegst, würde ich mich überhaupt nicht drüber aufregen. Das Geld kommt auf jeden Fall, Alex. Weil du so oder so. Dann wird man ja auch immer zurückgerufen, aber eben nicht immer. Ne? Das ist aber, unterschiedlich. Aber du kriegst immer dein Geld. Ja, das ist klar. Wenn man live einen Fehler macht und Zuschauer irgendwie, weil es in so schnellen Runden geht, irgendwie wegdrückt oder rausfliegen oder, die kriegen alle ihre Kohle. Alle. Ja, klar, und weil du ja sowieso, weil du sowieso dann wieder durchkommst, da kannst du ganz entspannt sein. Also ich bin der Letzte, der dir das Geld nicht gibt. Weißt du? Nee, da habe ich auch gar keine Sorge. Das, okay. Das meine ich auch okay. Nicht. Ich finde es nur eben schöner, wenn man da doch kurz nochmal zurückgerufen wird. Wenn man schon rausgeschmissen wird, dann kann man kurz einen Rückruf bekommen, finde ich zumindest. Richtig, also absolut richtig. Ich habe in letzter Zeit nur ab und zu mal gehabt, dass ich dann nachfragen musste, ob es auch geht nicht. Hier gut geschrieben wurde, das finde ich ein bisschen doof. Ich finde es genau. Schöner, wenn man rausgeschmissen wird, kann passieren in den schnellen Runden, genau. Aber dann kann man kurz mal eben zurückgerufen werden. Absolut. Also das ist 3 Sekunden Sache und dann überlegen. Genau. Ne? Sehe ich genauso. Und die Quizzentrale ist, glaube ich, gerade auch dabei, das zu machen irgendwie. Jetzt bist du aber schneller gewesen. Jetzt aber ich gebe dir recht, das darf nicht sein natürlich. Ne? Sag mal, Pinguin, so. 100 Euro, jo, frohe Ostern. Ja, dir auch. Tschüss. Aber da gebe ich Ihnen recht. Ja, der bekommt ja sein Geld. Ja. Also die Quizzentrale, wie gesagt, ich krieg's auch gerade nochmal bestätigt, versuchen ihn gerade oder haben ihn gerade versucht zu erreichen. Er ist leider nicht hingegangen. Er hat ja auch mehrere Telefone, da ist es ein bisschen schwierig. Ja. Ist aber jetzt in der Quizzentrale und bekommt natürlich sein Geld, wie seit Jahren natürlich schon, ne? In dem Fall muss ich Alex recht geben. So weh es tut, ja. Es ist nun mal so, da muss ich sagen, da hat er recht, dass man muss sich dann drum kümmern, wenn wir was ja, falsch machen. Ja, aber es wird ja auch gemacht, ne? Genau. Ich glaube, Alex ist der Letzte, der sich hier beschweren sollte. Und wir starten weiter. Er beschwert sich nicht. Man muss mal die Kirche im Dorf lassen. 100 Euro, 5, 4, 3, 2, 1, nächster. Jawohl, endlich kommt auch Alex mal ein wenig aus sich heraus und macht seinem Ärger etwas Luft. Und wie reagiert man bei 9 Live auf diese Kritik? Richtig, man erklärt zunächst mal, man habe die Umstände bereits geprüft. Und es muss an Alex gelegen haben, dass er gestern in der Sendung, nennen wir es mal, rausgeflogen ist. Und natürlich muss sich Alex keine Sorgen um seinen Gewinn machen, denn seine Daten hat man ja bereits seit Jahren. Was aber macht der Zuschauer, der das erste Mal bei 9 Live etwas gewonnen hat, dessen Daten 9 Live eben noch nicht hat? Richtig, der darf seinem Gewinn hinterher telefonieren, denn ich glaube nicht, dass da mit der gleichen Akribität hinterher telefoniert wird. Nicht umsonst wird der Zuschauer oftmals aufgefordert, sich doch bitte via Servicenummer am nächsten Tag in der Quizzentrale zu melden. Und noch etwas fällt sofort auf. Herr Schradin ist wenigstens so schlau und heuchelt ein gewisses Interesse an der soeben gehörten Kritik vor und tut wenigstens so, als würde er sich diese auch zu Herzen nehmen. Doch die liebe Uschi aus der Regie hat gleich mal gar nichts kapiert und verpasst Alex stattdessen noch einen verbalen Ellenbogencheck. Ich glaube, Alex ist der Letzte, der sich hier beschweren sollte. Ihr wäre es wahrscheinlich sogar sehr viel lieber gewesen, Alex hätte auch hier einfach wieder aufgelegt, damit die Quizzentrale endlich jemanden bei ihm erreicht. Gott, wie hohl muss man eigentlich sein, wenn man mal ins Fernsehen will?